Alter, so kann ich kein Video beginnen. Besser. Dann können wir mit dem Video beginnen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Mein letzter Vlog ist jetzt schon 5 Monate her, obwohl ich gesagt habe, ich möchte öfter vloggen. Naja, hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall, das heute wird auf jeden Fall nicht ein gewöhnlicher Vlog, wo wir herumgehen und so, sondern heute bauen wir meinen PC zusammen. So, jetzt setzen wir mal meine Kopfhörer auf, damit ich mich auch selber hören kann. Und ich hole jetzt erst einmal die ganzen Pakete. Das ist das Gehäuse. Sehr viele Sachen. Gekauft. Mein ganzes Geld ist weg, Alter. Aber Hauptsache, ich habe meinen fetten Gaming-PC. Nein, Spaß. Aber ich möchte natürlich mehr Videoschnitt und was weiß ich machen und Kreative und Digga, ganz ehrlich. Die war viel zu teuer. Das ist der i5 der neuesten Generation. Das ist ein Z96 Board. Ich finde generell die Preise für Z96 sind zwar ultra teuer. Ich hatte auch ein B660 Board da, habe mich aber dann wieder umentschieden. Ein 750 Watt Netzteil. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Das Ding ist jetzt. Wow! die Grafikkarte habe ich jetzt noch nicht da. Denn grundsätzlich hätte ich mir gedacht, ich hole mir eine 3090, eine 3080. Wartet mal noch lieber auf den Release oder den Launch von AMD. Ich mache hier erst einmal das ganze Motherboard zusammen und schraube zum Beispiel die I/O drauf, das Netzteil, was weiß ich. Das bereite ich schon alles hier vor. Und dann gehen wir rüber und bauen das Ganze dann in das Gehäuse ein. Das ist ein guter Plan. Was haben wir im Motherboard drin? Das Motherboard. Sehr gut. Die Wi-Fi-Antennen. So, hier mal 2 SATA-Kabel. Ja, okay, brauchen wir jetzt nicht auspacken. Für die SSD ist das. Kommen wir mal zum Herzstück hier. Also wir schauen uns das Motherboard gleich an. Hier hätten wir Sticker, die keiner braucht. Oh, das können wir alles schön in den Backofen geben. Jo. Eigentlich schon ganz cool. Ah, wir haben hier noch eine für die SSD. Und hier haben wir noch, ja, hallo, Trita, tralala, bla bla bla. Ja, interessiert uns eigentlich alles nicht. Und wir haben hier unser schönes Motherboard. Das müssen wir hier hinten öffnen. So sieht's aus. Ich finde, der i5, wenn wir den jetzt hier auspacken, ich habe den früher schon mal aufgemacht, der ist sehr umweltfreundlich verpackt. Also gefällt mir auf jeden Fall. Einfach hier so, da hier auch reindrücken. Zack, das ist sie. Wir drücken mal hier drauf, lösen das Ganze, klappen das Ganze hinter. Jo, schaut sehr gut aus. Können wir das Ganze zumachen. Drücken wir hier runter. So, die CPU sitzt jetzt eigentlich im Sockel. Das nächste, was ich gern verbauen würde, wäre hier diese SSD. Was ich auch sehr interessant finde bei dieser SSD, die war übrigens viel zu teuer, Mann. Das habe ich, glaube ich, ja schon gesagt. Digga, also die sind ja mega klein. Also das finde ich mal mega lustig. Auf den Produktbildern und auch in Videos und so schauen die immer so groß aus. Die schauen immer so groß aus, aber im Endeffekt schauen, also, Alter, also, die sind schon sehr klein. Aber cool. Okay, wir machen das auf jeden Fall in den ersten Slot, weil der erste Slot ist direkt mit der CPU verbunden. Die anderen sind zwar auch PCI Express 4.0, aber sie sind über einen externen Controller nochmal dann so Art verbunden. Hier, das unscrewen wir mal. Hier, das unscrewen wir auch mal. Sehr gut. Und wir können das Ganze hier abnehmen. Okay, nehmen wir unsere PCI Express 4.0. Einmal hier rein. Drücken Sie rein in diesen Hebel halt so Art umdingsen. Sehr cool. Wichtig ist jetzt noch hier, das hier zu removen. Das ist so ein Plastikteil und darunter verbirgt sich ein Wärmeleitpad. Sehr cool. Die SSD ist verbaut. Jetzt kommen wir zum RAM. Ah, lecker Schmecker. 32 GB DDR4. Ich habe mich nicht für ein DDR5 Kit entschieden. Schwierige Entscheidung, muss man sagen. So. Von G-Skill. Jo, waren auch deutlich zu teuer, leider. First sollen wir diese hier nehmen. 2er und den 4er. So gehören die rein. Das können wir mal auf die Seite legen. So, ich habe mich jetzt entschieden. Ich mache jetzt statt der Wasserkühlung, machen wir das hier nochmal. Ich muss sagen, die Sachen von Be Quiet sind schon sehr nice verpackt irgendwie. So, hier haben wir 100.000 Kabel. Ich habe das Ganze schon mal ausgepackt. Wie gesagt, wenn das nicht gleich bei euch drin liegt, keine Angst. Ich habe natürlich immer die Sachen davor auspacken müssen, weil es ist halt immer versetzt angekommen, weil ich habe sie auch versetzt bestellt. Ich muss natürlich immer checken, bevor ich mir den PC zusammenbaue. Stimmen dann die Teile? Alter, was mache ich hier eigentlich? Ach, scheiß drauf.
Echt irgendwie komisch, aber nicht schlecht. Das ist das Netzteil von BeQuiet, das 750 Watt. Gold, nicht Premium, nein, nein. Und hier sind die 1000 Kabel. Es gibt auf jeden Fall eine gute Bedienungsanleitung dazu und wir machen das ganze Teil einfach mal auf. Aber rein grundsätzlich ist sie fertig. Das hier ist nur zum Nachfüllen, sprich die ist eigentlich voll. Das ist der Controller, ja, okay. Das ist jetzt die CPU-Kühler. Hier haben wir noch die zwei Lüfter. Die sind schon sehr geil, muss ich sagen. Hier haben wir die Bedienungsanleitung, die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Aber hier sollte es eine gute Anleitung dazu geben. Machen wir hier auf. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Wärmeleitpaste. Wir sollten hier reinschauen, sonst sind wir verloren. Hier ist Intel 1700. Ich habe mir jetzt ein Tutorial rausgesucht, damit ich das Ganze aufbauen kann. Das, was wir als erstes brauchen, ist diese Backplate hier. Finde ich den Sockel 1700. Und wir müssen hier einmal diese Schrauben hier drauf machen. So soll es passen. Also jetzt müssen wir hier die Spacer Bars drauf machen. Nein, passt mir immer nicht. Ich muss nochmal aufschrauben. Alter, das ist gerade ein richtiger Pain. Okay, den ersten hätten wir. So, den zweiten. So, die Mounting Brackets sind dran. Eigentlich war das super easy, aber weiß ich nicht. Ich bin ja wohl lost. So, wir linen sie hier ab. Okay, ich glaube, ich muss sie umändern. So, dann machen wir sie mal so rein. So, 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 so. Also es war echt nicht schwer, es waren eigentlich nur die Lüfter mit die vier Schrauben anschrauben und das Bracket vielleicht noch, aber sonst... So, also rein grundsätzlich sind wir hier mal fertig, wir sehen uns dann gleich am Boden wieder. Hier hinten hätten wir jetzt das ganze Zeugs. So, wir machen das Ganze hier mal raus, ich schwör. Hier hinten machen wir mal das Ganze hier mal auf. Hier diese Screws hier, werden wir auch mal lösen. Ich glaube, ich schaue mir einfach mal ein paar Tutorials an und dann, wenn ich so ungefähr eine Ahnung habe, dann melde ich mich wieder. Oh, fuck. So, ich habe mich jetzt so ein bisschen informiert und ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie man mal das Motherboard einbaut. Und die I/O habe ich hier oben jetzt noch befestigt. So, kurzes Update. Ich habe jetzt eigentlich die Sachen eingebaut. Das Motherboard, die Kühlung, da unten ist das Netzteil jetzt drin. Das einzige Problem, was ich zurzeit noch habe, sind diese scheiß Anschlüsse. Da ist schon alles voll. Und die Anschlüsse, die von dort kommen und nach vorne hingehen, habe ich auch keine Ahnung, wie ich da einbinden soll. Ihr seht wahrscheinlich dann im PC, wenn der Anschluss fertig ist. Okay, ich werde jetzt das erste Mal booten. Wünsche mir Glück. Der PC läuft. Frag bitte nicht, wer so dumm war und der keine Maus und keine Tastatur gekauft hat. Also ich habe mir wohl darüber Gedanken früher gemacht, aber so weit habe ich leider nicht gedacht. Naja, dann kann ich den PC jetzt einmal nicht benutzen. Ja, es ist jetzt eigentlich auch schon Abend und ich werde schauen, dass ich morgen irgendwie da Maus und Tastatur nochmal auftreibe. Eins möchte ich trotzdem noch machen. Ich muss hier die Schrauben lösen. Scheiße, schaut ja geil aus. Sehr geil. Okay, tschüss. Es ist 10.02 Uhr, der nächste Tag. Ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden und ja, wir gehen jetzt eine Maus und Tastatur kaufen, weil ich die vergessen habe. Mit dem Blick aufzuwachen, alter Schwede.
So, wir waren jetzt da ein paar Stunden im Mediamarkt. Alter Schwede, ich weiß euch. Ich habe mir jetzt die hier gekauft. Die habe ich schon im Blick gehabt und ich sag beim Mediamarkt, ich habe auf Geizhals geschaut. Die hat jetzt Hand, was hat die gekostet? 80. Und ja, die kriegst du zur Zeit billiger. Ist die Wireless und die fühlt sich echt sehr geil an und sehr geile Maus eigentlich. Also ich bin extra zum Mediamarkt gefahren, einfach weil man dort auch die Sachen ausprobieren kann und ja. Und als Tastatur, das Ding ist, eigentlich wollte ich mir Custom-Tastatur zusammenbauen. Und das Problem ist, das geht natürlich nicht so schnell. Und jetzt habe ich mir die einfach geholt. Ist eine mechanische Tastatur, fühlt sich sehr geil an. TKL, die schaut auch vom Design her cool aus, sehr schlicht, fügt sich gut ein. Ja, sie nimmt einfach nicht so viel Platz weg. Aber ich finde sie auf jeden Fall sehr geil. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl, schaut auch sehr gut aus. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder irgendwo, keine Ahnung. Also, dieser Vlog ist echt ein bisschen zerstreut, aber ja. Dann bis zum... Was laber ich für einen Scheiß, Mann? So. Das Teil wird mega geil. Sehr schön verpackt in Papier. So. Jetzt ist da noch die Maus drin. So, hier ist noch die Maus drin. So. Das ist jetzt noch die Maus dazu. Und hier die zwei Stecker. Sehr gut. Dann können wir das Ganze mal einschalten, oder? Obwohl, hier geht noch was abgepeelt. Das Mauspad von dem hier. Ich habe jetzt gerade kein anderes da. Ich möchte mir auch noch ein anderes Mauspad kaufen. Den tue ich hier rein. Perfekt, Digga. So, es sind jetzt 2 Tage vorbei. Ja, was soll ich sagen? Ich habe erstens einmal ein bisschen Troubleshooting gehabt mit dem Ganzen. Aber der PC läuft und ich schneide sogar dieses Video gerade auf dem PC. Und das ist mega geil. So viel geiler als wie auf dem Laptop. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt der Schluss von meinem Vlog. Schaut euch diesen geilen PC an, Alter. Das war's dann mit diesem Vlog. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ciao. Und das meinte ich übrigens mit Troubleshooting, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nämlich, ich habe einfach vergessen, die Folie vom CPU-Kühler abzuziehen und dadurch wurde die CPU mega heiß und ja, ich habe halt, weiß ich nicht, das Problem halt irgendwie gesucht. Die CPU hat halt nicht die Benchmark-Werte erreicht. Und ja, eigentlich ziemlich ärgerlich und eigentlich, es ist ein ziemlicher Anfängerfehler, aber ja, ich habe gedacht, ich werde ihn nicht machen, aber naja gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias.